Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen uns heute mal beim iPhone 14 alles zum Thema Ausrichtungssperre angucken. Kann ja sein, dass ihr das Gerät gerne im Hochkantformat nutzt und guckt auch so die Videos, dann macht die Ausrichtungssperre vielleicht für euch Sinn, wenn ihr gar nicht das groß quer dreht, um euch Bilder oder Videos eben in diesem Format anzugucken. Kann aber auch sein, dass einige das aktiviert haben irgendwann mal und gar nicht wissen, wie sie es wieder deaktivieren, und das zeigen wir euch eben alles in diesem Video zum Thema Ausrichtungssperre. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video checken wir mal die Ausrichtungssperre vom iPhone 14. Und zwar ist es ja so, dass wenn ihr Videos guckt, vielleicht das Gerät mal quer haltet und möchtet eben, dass der Bildschirm euch auch mitdreht. Das ist dann auch in Ordnung. Aber vielleicht gibt es ja zum Beispiel mal irgendwelche Games oder so, die ihr spielt, wo ihr nicht möchtet, dass sich der Bildschirm mitdreht. Dann kann man das auch eben abstellen, beziehungsweise auch im normalen Alltag, wenn ihr das unpraktisch findet und nicht so viel Videos guckt, sondern das schon immer gern in diesem Hochkantformat alles habt, dann ist das natürlich möglich, das mit der Hilfe der Ausrichtungssperre einzustellen. Wir gehen mal hier einfach bei uns eben in YouTube und ich zeige euch mal anhand eines Videos hier von uns, wie das aktuell ist. Ich kann mir das Ganze eben so hochkant angucken. Ton machen wir mal eben weg. Und wenn ich das quer halte, dann ja, dreht sich das Video eben und wird mir schön auf dem ganzen Bildschirm dargestellt. Ist ja bei Videos in erster Linie sehr praktisch. Jetzt kann es aber ja sein, dass ihr sagt, zum Beispiel ihr seid in YouTube und wollt das gar nicht. Ihr wollt, dass das immer so dargestellt ist wie jetzt. Dann könnt ihr einfach innerhalb der App oder ganz egal wo ihr seid, euer Kontrollzentrum herunterwischen. Und über dieses Schloss hier links könnt ihr das Ganze regulieren. Dann sagt ihr nämlich jetzt Ausrichtungssperre ein. Da oben kriegt ihr die Info. Und wenn ich mir das jetzt nochmal angucke und spiele das Video nochmal ab, so, dann läuft es auch, genau, und jetzt drehe ich mein Handy mal, dann passiert nichts, weil das eben festgesetzt ist. Also, ist halt eben die Frage, wie ihr das handhaben wollt und für wen das praktisch ist oder nicht. So prinzipiell ist es eben, jetzt bleibt es so, dass ich mein Handy drehen kann, wie ich will, und das Video bzw. die Ansicht bleibt immer so, weil ich das eben festgesetzt habe. Ich selbst nutze es eher so, weil ich schon möchte, wenn ich ein Video laufen habe, dass das nicht so klein dargestellt ist, sondern ich schon den ganzen Bildschirm nutzen möchte. Und finde das so eher ganz praktisch. Könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Ihr könnt das, wie gesagt, von überall hervorrufen. Einfach hier einmal rechts, von rechts oben nach unten wischen, Kontrollzentrum aufrufen und dann einfach euch dieses kleinen Schlosses bedienen. Ausrichtungssperre ein und Ausrichtungssperre aus. So heißt dieser Befehl. Also eine ganz einfache, praktische Sache, super schnell einstellbar, ist meines Erachtens auch nur da einstellbar. Und genau, ihr wisst, wie ihr die Ausrichtungssperre jetzt nutzt. Macht es von eurem Gebrauch abhängig, ob das generell praktisch ist oder nicht, aber ihr seht ja auch, ihr könnt es ja auch jederzeit eben ändern. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, euch hat das Video gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, tschüss!